Echter Horror und das wortwörtlich gibt es in der Fortsetzung von Conjuring. Erzählt wird ein weiterer Fall von den Dämonologen Lorraine und Ed Warren. Nach eigenen Angaben haben sie in den 70er Jahren Leuten geholfen, Dämonen loszuwerden. Diesmal reisen sie nach England, wo eine Mutter mit ihren vier Kindern lebt. Die eine Tochter soll plötzlich eine Stimme hören, die ihre Sachen befiehlt. Was sagt sie? Sie sagt, sie will dir wehtun. Wann hat sie das gesagt? Jetzt gerade. Wir haben von Patrick Wilson, wo der Ed Warren verkörpert, wollen wissen, ob er denn auch an paranormale Phänomene glaubt. Das Wichtigste für jede Rolle, die du spielst, ist, dass du sie nicht verurteilst. Wenn ich den Ed spiele, dann werde ich zu einem streng gläubischen Katholik. Ich werde also nicht zu dem Typ, der sagt, ah, komm schon, das ist doch gar nicht passiert, das gibt's doch gar nicht. Es ist einfach so, wie es ist. Ich habe alles recherchiert, Skript gelesen, Audiodateien und ein Interview mit dem Ed angehört und so habe ich meine Vorlage gehabt. Dazu kommt, dass wir ja kein Dokumentar, sondern einen Kinofilm machen. Der Regisseur James Wan verratet uns zu dem Thema, dass er sich bei dieser Fülle von Material sogar entscheiden musste, was er dem Publikum alles zeigt und was er weglässt. I think it's a real balance. Einige Sachen habe ich bewusst weggelassen und andere dafür in den Vordergrund gestellt. So habe ich dem Film eine entsprechende Richtung vorgegeben. Ich wollte so beim Publikum eine gewisse Emotion provozieren. Darum muss das alles sehr gut ausbalanciert sein. It's a bit of a balance. Bei dieser Ausbalancierung setzt der Wan nicht mehr wie im ersten Teil auf einen Exorzismus, sondern auf eine Geschichte um einen Poltergeist, wo eine Familie im englischen Dorf Brimston geplagt hat und von den Warrens untersucht worden ist. Dabei schafft der Wan einige genre-typische Schockmomente, die untertucken. Hilf mir!